So, vor allem hier mal alles wieder auffüllen. Falls in den Kisten was ist, was wir dazu brauchen. Ist da nämlich, glaube ich. Nein, nein! Warum? Ein vernünftiger Grund. Haben wir überhaupt jetzt noch Energie? Ah, ja, großer. Zweimal rein Die Holz. Luft. Sie riecht nach gar nichts. Nicht mal modrig. Nach nichts Natürlichem. Noch ein Einsturz, aber ich sollte durchpassen. Hier ist wahrscheinlich künstlicher Sauerstoff-Dingens. Boah. Jetzt habe ich mich kurz erschrocken. Kopfhörer sind ganz schön laut. Ah. Sieht aus, als Nice. könnte ich hier hochklettern. Ja, das nennt man Leiter. Mir gefällt es gar nicht, dass es hier so viele Vorratskisten gibt. Das lässt auf einen Kampf hindeuten. Ich kann das bestimmt als Rampe benutzen, um wieder hochzukommen. Wollen wir denn nach oben? Tatsächlich. So, okay, wir waren schon richtig. Darüber. Das Ding ist, ich will aber gar nicht. Ist doch hier irgendwo von der Kante. Ich will da. Geh doch mal an dieses Ding da. Do it. Och, Aloy. Ich will an dieses gelbe Dings hier. Geht doch. Was der auch für Moves drauf hat, wa? Mit Rückwärtsrolle und seitlich und Flickflack und Korkenzieher, alles. Geschafft. Naja, bevor wir dahin gehen, gehen wir aber hier lang. Hier gibt es nämlich Zeugs. Aber irgendwie gibt es hier zu viel Zeugs. Und damit wir nachher noch wenigstens Energie haben, stellen wir uns noch ein paar Heiltränke her. Können wir nämlich machen. Können wir. Ja, können wir. Sehr schön. So, hier gibt es überall noch Zeug zu finden. Die Menschen waren Konferenzraum. also wütend auf Pharaoh, auf das Unternehmen. Sie haben ihm an irgendetwas die Schuld gegeben. An etwas Schlimmem. An etwas Schlimmen. Bestimmt irgendwie haben die Maschinen dann die Menschen umgebracht. ACA3 Scarab. Der BOR7 Horus. Stellen Sie sich vor, dass Ihr gesagt. Der FSP5 Kopesch ist die perfekte Universallösung für ultimative Kampfkraft. Das verwendete Metamaterial bietet eine unübertroffene Rückstoßdämpfung, sodass jedes Waffenpaket eingesetzt werden kann, das Ihrem Budget und Ihrem Konfliktlösungsprofil entspricht. Patentierte Biomasse-Umwandlungssysteme ermöglichen erweiterte Notfalleinsätze bei minimalen Umweltauswirkungen. Die multilineare Zielerfassung bietet simultane Echtzeitbedrohungsanalyse und juristische Überprüfung bei autonomen Inlandseinsätzen. Die Kontrolle kann aber auch dem neuralen Schwammnetzwerk für waffenfreie Gewaltanwendung überlassen werden. So oder so, wenn die Lage nach schwerem Gerät ruft, ist es Zeit für den Kopesch. Der Todbringer. Das war also ihr Schläger. Ultimative Kampfkraft, allerdings. Das muss man sich doch noch angucken. Der BOR
R7 Horus. Stellen Sie sich vor, dass Ihr gesamtes Einsatzökosystem von einem lernenden Hochgeschwindigkeitsmaschinennetzwerk verwaltet wird. Ob Sie Gefechtsverluste ausgleichen müssen oder eine Truppenverstärkung ansteht. Die eingebaute Produktionsfähigkeit des Horus sorgt dafür, dass Sie nie wieder auf die nächste Waffenlieferung warten müssen. Passen Sie die Truppenparameter an und der Horus stellt Zusatzeinheiten her, um die Reihen aufzufüllen. Und das zu einer erschwinglichen Lizenzgebühr pro Einheit. Zwischenzeitlich sorgen die Biomasse-Umwandlungssysteme anderer Chariot-Modelle dafür, dass der Horus mit Treibstoff versorgt und repariert wird, sodass er allzeit bereit ist. Damit verfügt er über eine höhere Betriebstoleranz als jedes Konkurrenzmodell der Titanenklasse. Das ist der große Vorteil des Horus. Immer selbstregulierend, immer bereit. Die wahrgewordene Zukunft der automatisierten Kriegsführung. Der Metallteufel. Er war also auch eine Pharaoh-Maschine. Produktionsfähigkeit. Sie konnten sich also selbst herstellen? Wie soll man sie dann jemals aufhalten? Voll crazy. Der Truppennachlieferant. Wen haben wir hier noch? Der ACA-3 Scarab vereint konventionelle und Informationskriegstechnologie in einem Paket. Konzipiert als Hochgeschwindigkeitsaufklärer für jedes Gelände, bietet er die weltweit höchste Überlebensfähigkeitsrate unter den autonomen Einheiten der Speerklasse. Vielleicht liegt es an den Notfall-Biomasse-Umwandlungssystemen des Scarab, durch die er immer wieder in seine Basis zurückfindet, selbst wenn seine Treibstoffversorgung unterbrochen wurde. Oder es liegt an seiner Fähigkeit, feindliche Roboter dem eigenen Netzwerk zu unterwerfen. Das ist echte Truppenvergrößerung. Dazu kommt der Manipulator-Greifarm, der eine Vielzahl von Funktionen erfüllt. Vom umfassenden nicht-letalen Aufruhrmanagement bis hin zu chirurgischen Reparaturen verbündeter Chariot-Modelle. Das macht den Scarab zum Arbeitstier jeder hochmodernen Friedenssicherungsflotte. Der Verderber. Feindliche Roboter dem eigenen Netzwerk unterwerfen. Klingt, als ob er so Maschinen verderben kann. Schlau kombiniert, Watson. Okay. Siehst du, war ganz gut, dass wir hergelaufen sind. So. Da rein, da hoch. Scheint der Weg hinauf zu sein. Oder was davon übrig ist. Zack. Elegant wie eine Gazelle macht sie da hoch. Wie ein junges Reh. So. Das wird ein weiter Weg nach oben. Fast überall gefrorenes Metall. Dr. Srubeck macht es mir nicht leid. Wenn Pflanzen sich hier oben festhalten können, werde ich es wohl auch schaffen. Das ist optimistisch auf jeden Fall. Gleich rutschen wir ab. Boah. Ich sag's noch. Kommen schon die ersten Kabel, irgendwas. Meine Zehen werden langsam taub. Weiterlaufen. Eine Krise, die anfing, als sie nicht autorisierte Angriffsoperationen gegen Roboter und Mitarbeiter des Harz-Timor-Energiekonzerns startete. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass diese Krise übertrieben wurde. Wurde sie leider nicht. Die Friedenswächter haben nicht auf Rückzugskurs reagiert und alles deutet darauf hin, dass sie sich gerade rasant replizieren. Ich kann Ihnen versprechen, und ich gebe hier mein Ehrenwort, dass ich bereits alle verfügbaren Ressourcen eingesetzt habe, um dieses Problem schnell zu lösen. In den nächsten Tagen oder Wochen übles Gerede über das Unternehmen. Denken Sie daran, wir werden diese Krise überwinden. Es wird vorbei sein. Friedenswächter. So haben Sie Ihre Maschinen genannt? Sie wurden doch für den Krieg gebaut, nicht für den Frieden. Vor allem eine komplette Vorratskiste mit Steinen. Wozu brauche ich hier Steine? Nicht daneben springen. Es gibt auf jeden Fall eine geile Aussicht, denke ich. Wo genau sind wir eigentlich auf der Karte? Okay. Nirgendwo. Wir sind hier mitten am Dingens.
Was natürlich mies wäre, wenn wir jetzt schon das Finale machen und den Rest gar nicht gesehen haben, aber ich gehe davon aus, dass man dann immer noch den Rest machen kann. Aber dann wissen wir schon mal wenigstens, ob das unsere Mutter ist, aber ich gehe davon aus. Dieselbe Identität bzw. DNA-Scan hat ergeben, dass wir dieselbe DNA haben, also muss die das ja eigentlich sein. Oder... keine Ahnung, die kam aus der Zukunft oder so, das kann ich mir auch noch vorstellen. Mit diesen ganzen Raumschiffen. Man hat ja überall so Raumschiffe liegen sehen auf der Welt. Vielleicht kamen die auch aus der Zukunft, man weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Guck mal, hier ist noch was. Andere Seite, okay. Ich bin gespannt. Okay. So. Auf jeden Fall wird es hier einen fetten Kampf geben. So viele Vorratskisten, wie man hier bekommt, man glaube ich noch nie bekommen auf einem Fleck, hintereinander weg. Ein Blick nach oben. Und man braucht nur ein paar Griffe. Der Pipi ist langsam kalt. Okay, geschafft. Was hier wohl zu finden ist. Hier gibt es sogar Kühlsaft. Den brauche ich ja für die Dinger hier. Oh Mann. Let's fetz. Von diesem Gerät wurden alle Daten gelöscht. Möchten Sie Alpha-Rechte nutzen, um gelöschte Daten wiederherzustellen? Oh ja. Ich glaube schon. Eine Datei wiederhergestellt. Elisabeth, gut, dass... lange nicht gesehen. Wo sind die Anwälte, Ted? Nicht nötig. Ich habe alle 18 Klagen fallen gelassen. Ich nehme an, deine Daten bestätigen das. Okay, das scheint interessant zu werden. Sollten wir vielleicht was zusammen essen? Ein bisschen reden? Ich kenne dich, Ted. Du hast Mist gebaut, großen, sonst hättest du dich nicht so gedemütigt, damit ich herkomme. Also spuck's aus. Die Chariots haben einen Fehler. Deine Killerroboter? Friedenswächter, ja, die. Dann schalt sie ab. Wirklich gute Idee ist, wenn wir könnten. Sie reagieren nicht. Heißt das, ein ganzer Schwarm ist defekt, Ted? Noch schlimmer als das. Dann zeig mir die Daten. Und ich möchte was essen. Allein. Ted Farrow hat Elisabeth Sobeck hergebracht. Aber sie haben sich gehasst. Eine weitere Datei wiederhergestellt. Das ist kein Fehler. Es ist eine Katastrophe. Ist mir bewusst. Es ist übel. Übel? Himmel ist. Es ist nicht übel, Ted. Das ist die Apokalypse. Du hast Killerroboter gebaut. Friedenswächter. Die mit Biomasse-Treibstoff laufen. Nur in Notfällen. Und noch dazu können sie sich selbst replizieren. Beschränkte Selbstproduktion kontrolliert. Jetzt nicht mehr. Die Befehlskette wurde getrennt. Der Schwarm dient jetzt nur noch einer Nation, sich selbst. Schaust du etwa? Alles andere ist Nahrung. Und so schnell wie sie sich vermehren, Ted, ist die Erde in 15 Monaten kahl. Das ist nicht der Sturz der Zivilisation, das ist Ausrottung. Schon klar, Liz. Wie kann ich es stoppen, wenn es unter Kontrolle ist? Es wird nie unter Kontrolle sein. Du weißt, was ich meine. Ja, bevor alles rauskommt, meinst du. Liz, ich tue alles, was du sagst. Denk weiter nach. Und was immer du empfiehlst, ich tu's. Ich werde dich beim Wort nehmen, Ted. Da geht's ab, Leute. Da geht's ab. Aber cool, das alles mal zu erfahren, wie das die überhaupt entstanden ist. Roboter haben alles Leben auf der Erde bedroht, aber irgendwie hat sie sie besiegt. Die Welt der Alten ging unter, aber es gab noch Leben, sonst wären wir nicht hier. Eine letzte Datei wiederhergestellt.
Zero Dawn. Himmel, Liz. Es muss auch anders gehen. Wenn ich eine bessere Lösung für dein Problem hätte, würde ich es sagen. Aber das... Das... Ich wollte ein Heilmittel von dir, aber das hier ist doch schlimmer als die Krankheit. Nein, Ted. Es ist furchtbar, aber die einzige Chance. Und jetzt unterschreib es. Unterschreiben? Das kann ich nicht. Doch, du kannst. Das, Liz, ich kann das nicht guten Gewissens unterschreiben. Du hast die Wahl, Ted. Ich weiß. Ich spreche mit dir aus einem VTOL unterwegs zum US-Roboterkommando. In 15 Minuten treffe ich General Harris und die anderen Stabschefs. Was? Bist du verrückt? Es liegt an dir, was ich dann sage. Unterschreib und ich sage, dass das reichste Unternehmen der Welt die Finanzierung von Zero Dawn garantiert. Genau nach meinen Vorgaben. Oder nicht? Und ich sorge dafür, dass sie und alle Welt erfahren, was tatsächlich passiert ist. Himmel, Liz, du musst mir nicht drohen. Ich unterschreibe. Einfach rüber geswitcht. Sie ist positiv, Ted. Jetzt kannst du tun, was du schon immer am besten konntest. Die Zeche zahlen, wenn andere die Drecksarbeit machen. Gott, vergib mir. Was war an ihrer Lösung so furchtbar? Was hat sie getan, um die Roboter aufzuhalten? Exekutivzugriff erkannt. Schnellaufzug geöffnet. Vielleicht alle Menschen in einen Bunker gesperrt und die Roboter halt die Welt erobern lassen. Das würde Sinn machen, weil, ja, ihr wisst warum. Die Menschen waren alle Mucker. Das macht keinen Sinn. Sobek war nicht meine Mutter. Das ist viel zu lange her. Die ganze Suche und ich weiß immer noch nichts. Mehr fällt dir zu der ganzen Geschichte nicht ein? Du jammerst wie ein Kleinkind? Ach, wirf mir das nochmal vor, von Angesicht zu Angesicht. Wie du willst. Hast du wirklich keine Ahnung, wie monumental diese neuen Erkenntnisse sind, Aloy? Ich hatte mehr erwartet. Ah, du hast ein Gesicht. Hast du auch einen Namen? Von allen Fragen, die du stellen könntest, diese wählst du aus? Ich habe jahrzehntelang die Ruinen der Alten durchsucht, um herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Schon lange habe ich geahnt, dass Pharaoh-Roboter ihre Welt zerstörten. Aber mir fehlten Beweise. In Minuten entdeckst du mehr altes Wissen als ich im ganzen Leben. Und wonach du dann fragst, ist mein Name? Jupp. Silence. Das ist mein Name. Und wie wär's jetzt mit einer anderen Frage? Nicht ganz so trivial. Oh, jetzt darf er wieder entscheiden, wenn du so klug bist. Du verstehst nicht. Ich verstehe. Ja, komm, Köpfchen. Wir sind ja eine schlaue Kämpferin. Okay, Silence. Das war deutlich. Ich kam hierher, um mehr zu erfahren über diese Elisabeth Sobek. Und das habe ich. Aber was ist meine Verbindung zu ihr? Und warum will die Eclipse mich töten? Und wer ist Hades? Keine Antworten. Nur immer noch mehr Fragen. Ganz genau. Und darum ist es Zeit, deine Untersuchung auszuweiten. Nur dann erkennst du, wie groß deine Probleme wirklich sind. Was genau versuchst du mir zu sagen? Du hast ein persönliches Rätsel in große Geheimnisse gejagt. Ihnen gemeinsam ist deine Verbindung zu Elisabeth Sobek. Aber was ist die Verbindung? Sie kann nicht meine Mutter sein. Sie lebte vor Jahrhunderten. Das ist unklar. Noch. Wir finden es nur heraus, wenn wir weitermachen. Wenn wir noch mehr entdecken. Dank dir wissen wir jetzt, dass Pharaoh-Roboter einst alles Leben auslöschen wollten. Doch das passierte nicht. Die Zivilisation der Alten wurde zerstört, aber das Leben nicht. Offensichtlich. Also, was hat Elisabeth getan? Wie konnte sie die Roboter aufhalten, bevor das geschah? Was war Projekt Zero Dawn? Genau das ist die Frage. Und
Bist du bereit, die Antwort zu suchen? Ja, natürlich. Und warum stehst du dann noch hier? Nicht so schnell, Silence. Du musst mir noch was erklären. Ich habe genug erklärt. Wenn du immer noch Fragen hast, mach schnell. Du verschwendest meine Zeit. Wer bist du, Silence? Und was sind deine Absichten? Du machst das hier jetzt wirklich persönlich? Ich bin ein Wanderer, der seinen Stamm schon vor langer Zeit verließ. Ein Erkunder verbotener Orte, Sucher nach altem Wissen, wie ich bereits sagte. Warum weißt du so viel über die Eklipse? Tatsächlich weiß ich vieles über viele Dinge. Wenn du aber wissen willst, ob ich für die Eklipse arbeite, ist die Antwort nein. Ich bin voll und ganz unabhängig. Wenn jetzt genug geredet ist, geh endlich los. Oh nein, ich fange jetzt erst an. Du nutzt schon die ganze Zeit meinen Fokus. Du riskierst nichts und ich riskiere alles. Ich muss nur dieses Ding von meinem Kopf nehmen und du bist blind, taub und stumm. Also beschwer dich nicht, beantworte meine Fragen. Also gut. Fahr fort. Schön schlagfertig. Und du weißt schon länger, dass die Pharaoh-Kriegsmaschinen die alte Zivilisation zerstörten? Es wies einiges darauf hin. Doch bisher war mir nicht klar, wie gefährlich sie waren. Dass sie Biomasse in Treibstoff umwandeln konnten und der Horus-Roboter selbst herstellen konnte. Wie eine kleine Brutstätte. Aber die Roboter, die wir gesehen haben, die Verderber und Todbringer, die können das nicht. Noch nicht jedenfalls. Bisher waren das auch alles beschädigte Modelle. Wer weiß, wozu sie intakt in der Lage sein werden. Soweit ich sagen kann, befolgt die Eklipse nur Befehle. Es ist Hades, der meinen Tod will. Wer ist er? Ich weiß nicht. Die Eklipse beschreibt ihn als verborgenen Schatten, einen Teufel. Das Ding, das draußen zu mir sprach, das den Fokus explodieren ließ. Das war Hades? Das war kein Mensch und keine Maschine. Eher ein Phantom mit schrecklicher Stimme. Sicher ist nur, er will deinen Tod. Wegen meiner Verbindung zu Elizabeth. So ist es. Hades erweckt mit Hilfe der Eklipse Pharaoh-Roboter. Doch wenn Elizabeth sie vor Jahrhunderten stoppen konnte, vielleicht mit Spezialwaffen, könnte Hades fürchten, dass ich das Gleiche tue. In einigen dieser alten Dateien gibt es Hinweise auf die Entwicklung von sogenannten Superwaffen. Um die Roboter zu stoppen, zerstörte sich die alte Zivilisation vielleicht selbst. Du hast mich mit dem Fokus ausspioniert. Wie ist das möglich? Jeder Fokus sendet ein Signal, Stimmen, die nur andere Fokusse hören. Ich weiß, wie man diese Stimmen verknüpft, damit sie miteinander reden, kommunizieren, auch über große Distanzen. Und wie hast du das gelernt? Jahre des Studiums und der Experimente. Im Prinzip ist es so ähnlich wie Maschinen zu überbrücken. Ich überbrücke Fokusse. Und du kannst auch durch Fokusse der Eklipse spionieren? Für gewöhnlich. Aber die Überbrückung ihrer Verbindung ist kompliziert. Besteht denn die Möglichkeit, dass Elizabeth Sobeck noch am Leben ist? Das ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. In einigen der alten Dateien werden lebensverlängernde Methoden erwähnt. Pharmazeutika zumeist, ein altes Wort für Medizin. Aber manche experimentierten auch mit dem Einfrieren und Auftauen von Menschen. Mit dem Einfrieren von Menschen? Kryogenik nannten sie das. Aber es gab Probleme damit. Bei Elizabeths technologischem Scharfsinn kann ich nicht ausschließen, dass sie einen Weg gefunden hat, unsterblich zu werden. Doch das ist Spekulation. Zeitverschwendung. Okay. Elizabeth sagte Ted Pharaoh, sie sei unterwegs zu einem US-Roboterkommando, um von Zero Dawn zu erzählen. Der Ort existiert noch. Als Ruine. Die Osseram nennen sie Grabhort. Grabhort? Heiterer Name.
Du findest ihn im Ostgebirge, begraben unter den Resten eines Metallteufels. Oder besser gesagt BOR 7 Horus, wie wir gelernt haben. Ich melde mich, wenn du dort bist. Na wunderbar. Eines Tages treffen wir uns persönlich. Und dann hast du hoffentlich bessere Manieren. Tja, runter wird es immerhin wesentlich schneller gehen als hier rauf. Und jetzt zum OS-Roboterkommando. Die Geheimnisse von Zero Dawn enthüllen. Oh ja. Langsam wird es echt interessant, wie das alles so entstanden ist. So, ab hier raus. Und ich würde sagen, wir gehen mal jetzt, reisen mal nach Meridian und gucken mal, ob wir beim Händler da irgendwas auftreiben können. Man kann bestimmt irgendwo die Dinger kaufen. Abseilen! Erstmal ein Abseilen. So. Genau, in Meridian, wie gesagt, können wir 100 pro, können wir jetzt schon schnell Reise machen? Wo war denn Meridian? Meridian war... Man, das nicht auf der Karte? Da. Reisen. Yes.